Das Weihnachtsfest kommt mit Riesenschritten auf uns zu und nicht immer ist es den Eltern möglich, die Wünsche ihrer Kleinsten zu erfüllen. Eine Aktion der Stadt Kapfenberg soll jetzt das friedlichste Fest im Jahr noch ein bisschen friedlicher machen. Es war das die Aktion Brief ans Christkind. Und zwar sind verschiedene Institutionen von uns angeschrieben worden, dass es die Möglichkeit gibt, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien einen Brief ans Christkind schreiben können. Und die haben dann ihre Wünsche gezeichnet auf Kärtchen. Diese Kärtchen haben sie dann uns gebracht. Und wir haben diese Kärtchen, weil die Aktion komplett anonym ist, mit Nummern versehen und haben diese Kärtchen dann auf den Christbaum gehängt. Und die Bevölkerung von Kapfenberg ist gekommen und hat diese Kärtchen auf dem Baum gesehen. Und die haben sich dann die Kärtchen heruntergenommen und gesagt, ich würde gerne ein Kind beschenken mit Duplosteinen, mit Schuhen, mit einem Pullover, mit einem Kran oder was immer sich die Kinder gewünscht haben. Also ich war total überrascht, denn wir hätten noch wesentlich mehr Kärtchen gebraucht, weil sich so viele Personen gemeldet haben, die gerne die Kinder beschenken möchten. Wie kommt man auf so eine Idee? Der Herr Bürgermeister hat diese Idee mitgenommen aus einer Stadt in Deutschland und sie an mich herangetragen und gemeint, versuchen wir das einmal in Kapfenberg. Und wir sind total positiv überrascht, dass diese Aktion so gut angekommen ist. In welchem Bereich sind denn da die Wünsche der Kinder so großteils gewesen? Diese waren ganz lustige Wünsche. Teilweise sind auf den Kärtchen Zeichnungen bzw. Bezeichnungen gewesen, mit denen wir gar nicht so viel anfangen haben können oder teilweise auch jetzt die schenken und mussten im Internet auch googeln danach, weil viele Dinge uns gar nicht so bekannt sind. Aber die Wünsche reichen jetzt von Duplosteinen über einen Weihnachtsstern bis hin zu Schuhen, Pullover, Puppe, Katzen aus Stoff und dergleichen mehr. Also man kann sagen, bescheidene Wünsche. Schon, ja, weil es war auch so angelegt, dass wir gesagt haben, kein Wunsch soll teurer sein als 30 Euro. Sie sind ja nicht ganz unbeteiligt an dieser Aktion. Ja, es ist mir eine Schilderung von einer Betroffenen sehr unter die Haut gegangen, wie sie einen Christbaum gekriegt hat und gesagt hat, für die Kinder gibt es Weihnachten mit dem Christbaum, aufgeputzt mit Watte, aber keine Geschenke. Da haben wir gedacht, das kann nicht so sein, das muss man ändern und das war voriges Jahr und heuer haben wir es geändert und haben dann eben diese Kärtchenaktion erfunden und haben gesagt, das machen wir, Kinder malen, das was sie gerne hätten, die normalerweise kein Geschenk kriegen und es gibt dann jene, die sagen, wir verzichten vielleicht auf ein Geschenk oder wir können es uns leisten und geben den Kindern das Geschenk. Sie wickeln es ein, sie holen also das Kärtchen, wickeln das Geschenk ein, geben es in der Sozialabteilung ab und kriegen dann zu Weihnachten doch ein Geschenk. Und die Kinder haben regen Gebrauch davon gemacht? Es ist reger Gebrauch davon gemacht worden. Wir haben aber alle Kärtchen angebracht und wir haben so große Nachfrage, dass wir noch mehr Wünsche erfüllen hätten können. Und da haben einige gemeint, es wird vielleicht schon noch jemanden geben, der im letzten Moment kommt und haben dafür eingezahlt und wenn sich noch jemand meldet, dann werden wir auch diese Wünsche noch erfüllen. Also das heißt, man kann sagen, für das Jahr 2020, es wird das weiter bestehen? Das wird eine noch größere Aktion werden. Wir werden es mehr bewerben. Wir wissen ja, dass Armut auch etwas ist, was sehr versteckt ist. Das heißt, es geht ja nicht jemand, der sich nicht leisten kann, gleich mit Jubel in die Sozialabteilung. Aber ich glaube, wenn man es gut bewirbt und vielleicht noch mehr bewirbt, wird es viele geben, die sagen, Gott sei Dank, jetzt kriegt mein Kind auch ein Weihnachtsgeschenk und es findet Weihnachten auch statt. Merkt man eigentlich schon auch einen gewissen Zuspruch aus der Bevölkerung, wo man sagt, das findet man toll, dass man sowas macht? Also irrsinnig viel Zuspruch und ich habe es auch besonders deshalb gemerkt, weil viele gesagt haben, ja, gibt es denn für mich kein Katerl mehr? Ich würde auch noch gern was erfüllen und das sind oft nicht die reichen Leute, sondern das sind ältere Personen, die sagen, ich habe zwar nicht so eine große Pension, aber ich würde auch gern ein Kind erfreut machen. Also der Zuspruch ist wirklich ungebrochen, muss man sagen, und wir sind dafür sehr gelobt worden, wobei man für solche Dinge eh nicht gelobt werden braucht, sondern da ist es gut, wenn es den Zweck erfüllt. Und ich glaube, wir dürfen nicht nur eine Industriestadt sein und eine Sportstadt, sondern wir müssen eine Stadt sein, die Warmherzigkeit auch hat. Und der Herr Bürgermeister hat auch ein Kärtchen erfüllt? Natürlich, ich habe mehrere Kärtchen erfüllt, wobei ich auch hinten nach war. Das heißt, es waren schon die meisten Kärtchen weg, aber ich habe mir dann erlaubt, einfach in den Fonds einzuzahlen.
Die Stadt Kapfenberg und deren Bewohner hat mit der Aktion Briefe an das Christkind viel Herz gezeigt, damit auch Kinder aus sozial ärmeren Schichten am Weihnachtsabend ein Päckchen erhalten. In St. Lorenzen im Mürztal bewirtschaften Raphael und Philipp Zöscher den sogenannten Lammerhof. Seit 1980 als Biobetrieb. Ihr Abhofverkauf wurde jetzt erweitert. Ihre Produkte sind ab sofort auch im ECE Kapfenberg erhältlich. Wir sind da heute im Lammerhofladen im ECE in Kapfenberg. Und das ECE Kapfenberg ist jetzt mehr ein Marktplatz der Region geworden, weil wir neuerdings bäuerliche Produkte direkt quasi in das Herz von Kapfenberg gebracht haben. Bei uns gibt es angefangen vom Bauernbrot aus der Umgebung, sei es gutes Bauernbrot von der Familie Görgel aus Bad Schlurg oder aus St. Marien von der Schörkmeier Martha oder von uns selber vom Lammerhof aus St. Lorenzen im Mürztal über einen Honig, einen Biohonig von der Familie Neber aus St. Lorenzen, sei es Fleisch, Raritäten, Frischfleisch oder auch Dauerware von den heimischen Bauern aus dem Mürztal. Ein Lammerhof-Rohschinken, der überzeugt. Ein großartiges Erlebnis, dass man sowas in der Region zusammenbringt. Wirklich herzliche Gratulation, ich habe Freude, das da regional kaufen zu können. Die Regionalität hat natürlich irgendwann einmal seine Grenzen, wenn es um Produkte geht, die es bei uns nicht so gibt. Beispielsweise das Olivenöl. Aber auch da wollen wir Qualität liefern, die es sonst im Supermarkt nicht gibt. Und so hat meine Familie und Freunde meiner Familie, wir bewirtschaften das zusammen in Sardinien, 150 Olivenbäume, wo wir das eigene Öl exklusiv für unseren Hofladen hier in Kapfenberg pressen und abfüllen lassen. Unser Weinsortiment ist aus der Untersteiermark und zwar vom Stift Admont. Die Stift Admont hat eigene Weinberge und zwar seit dem Mittelalter, die von den Mönchen dort bewirtschaftet werden. Und wir haben exklusiv als einziges Lokal in ganzen Mürztal haben wir den Wein von den Mönchen aus Stift Admont. Ich freue mich sehr, wenn viele, viele, viele Kunden aus der Region uns zukünftig im ECE besuchen und sie von dem tollen Sortiment, das wir haben, sich selbst zu überzeugen. Ihr könnt gerne kommen, um zu kosten und um auch Wünsche zu äußern, was Produkte betrifft, die vielleicht nicht um die Ecke in einem Supermarkt zu finden sind. Lammerhof im ECE Kapfenberg von 8:30 Uhr bis 18:30 Uhr, Montag bis Samstag, geöffnet.